auch, wenn es dein Wunsch ist. Ach, das ist dann wohl der zweite Weg. Ach, zum gefallenen Tempel geht es hier. Ja, sofort. Ich höre, ich tue es. Da war ich ja mal ganz kurz drin. Sag, was du von mir willst. Sofort. Was? Ich tue es. Okay, Wasserelementare und Feuerelementare. Sowieso. Wie kann ich gewiss? Elementare. Was ist los? Dein Befehl? Mögen die Götter mich schützen! Mögen die Götter euch gnädig sein! Mögen die Götter mich schützen! Kommst du mich? In Ordnung! Ja. Euer ich wasch mir mein Bart in deinem Blut! Okay. Woran hast du gedacht, wenn es dein Wunsch ist? Also wir kommen eigentlich nur hier weiter an der Schmiede vorbei. Brauchst du mich? Wir sollten jetzt noch weiter. Also ja, nach Frostwesen und Eissalamandern haben wir jetzt normale Salamander und Feuerriesen. Wie lautet deine Aufgabe? War irgendwie klar. Mensch, da nehmen wir die Komplettpackung, oder? Vita Mortis Kaya. Vita Mortis. Mal gucken, da steht noch ein Feuersalamander rum. Nur einer. Ja, dieser Banner trägt zwei Symbole. Das eine ist eine Raute, die zwei mit einer roten Schnur gebundene Hände umgibt. Ja, das ist das eine. Also das ist immer dasselbe Zeichen. Das andere ist ein schwarzer Einhornkopf in einem Kreis. Wie kann ich helfen? Vorwärts! So, den einen Salamander da, den kriegen wir leicht kaputt. Euer Ende ist nah! Was ist das alles? Okay, hier ist wahrscheinlich der andere Weg. Ah. Dieses massive und vollständig aus Metall gebaute, noch nicht fertige Schiff scheint ein Langboot für riesige Ruderer zu sein. Ja, an das Ding erinnere ich mich. Das ist das überdimensionale Wikinger-Schiff. Das war gerade die Maid Ilaria, die wir da kurz gesehen haben in der zerstörten Hütte. Dein Befehl? In Ordnung. Woran? Ich tu's. Ja, in Ordnung. Bleibt, wo ihr seid. Was habt ihr hier zu suchen? Ich bin gekommen, mit der Maid Ilmadia zu sprechen. Also Ilmadia, nicht Ilaria. Tötet ihn, ist mein Geschäft. Ihr seid mein nächster Kunde, langes Elend. Was ich hier suche, geht euch nichts an. Nichts, ich habe mich verlaufen. Ich finde den Weg schon, danke. Ich bin gekommen, mit der Maid Ilmadia zu sprechen. Gut, geht nach Osten, bis ihr zu unserem Haus am Ufer des Sees gelangt. Ja, das müsste der zweite Minengang sein. Genau. Sofort. Einverstanden. Ja, und die Madia hat sehr viele Feuerriesen.
lustig ist, kann ich helfen? Sehr gerne. Wenn ich richtig erinnere, gibt es bei Ilmatia eine sehr interessante Taktik. Jawohl, das ist doch goblinleicht. Ja, wird erledigt. Wie kann ich hier sofort? Wer zum Teufel seid ihr? Ich bin Venuir. Wer zum Teufel seid ihr? Ich bin Venuir. Erweist mir die Ehre, euren Namen zu erfahren. Mein Name braucht nur meine Freunde zu kennen. Ihr gehört nicht dazu. Mein Name ist nicht von Bedeutung. Nehmen wir mal die zwei. Die Ehre, meinen Namen zu erfahren. Nur da ihr so höflich seid. Mein Name ist Maid Ilmadia. Aber gerade weil ihr so höflich seid, gehört ihr bestimmt nicht hierher. Markes Freunde sind alle unkultivierte Banausen und Malavon hat überhaupt keine Freunde. In der großen Spiele haben wir eine Elfenkriegerin namens Ilmadia getroffen. Sie behauptete, die Herrschaft über das gesamte Gebiet der großen Spiele unter Dormtief auszuüben. Die Gruppe von Feuerriesen in der Begleitung hat diesen Anspruch untermauert. Was macht eine gut aussehende Elfenmaid wie ihr in einer Zwergenspiele wie dieser? Ihr habt recht, ihr solltet nicht hier unten sein. Aber ich glaube, die interessantere Frage ist, was ihr hier macht. Malavon ist tot. Ich habe mich um ihn gekümmert. Nehmen wir mal die zwei. Nicht, dass ich es etwas anging, aber wir sind wahrscheinlich eine bessere Gesellschaft als die Riesen. Mein Meister hat angeordnet, dass wir die große Schmiede zerlegen. Mit dem Material bauen wir dann ein riesiges Boot. Wenn das Schiff fertig ist, rudern wir es die großen Lavaschnellen bis zu dem Felsen dort. Von da werden sie schneller werden und die Höhlenwand etwa eine Viertelwegstunde von hier entfernt einrammen. Stürzt die Wand ein, fließt die Lava in die große, niedrige Höhle dahinter. In dieser Höhle befindet sich die dunkle Elfenstadt Redlauven. Die Droh brüsten sich immer mit ihrer Resistenz gegen Zauberkraft. Nun werden sie ja sehen, wie resistent sie gegen Lava und riesige 200 Pfund schwere Breitschwerter sind. Bocke, nehmen wir sicher gehen, dass unsere Nachwuchs nicht von diesen schwarzhäutigen Intriganten vernichtet wird. Abgesehen davon ist meine Aufgabe ziemlich einfach. In unserer übrigen Zeit versuchen Malavon und ich mit Sabliktans Formel der roten Magier schwarze Einhörner zu schaffen. Wenn ich erstmal die Herde entdeckt habe, die manchmal um die abgetrennte Hand herumweidet, würde es ein leichtes sein, ein paar von ihnen mit meiner Jungfräulichkeit und der Hilfe einer Halskette, die meine wahre Natur verhüllt, wegzulocken. Das zeigt nur wieder einmal, dass Pocke ihn recht hatte. Es gibt nichts, was nicht verdorben werden kann. Gelobt sei Martha. Und so weiter und so fort. Ha. Oje, oje, ihr seid vielleicht eine üble... Das Wort ist wirklich hier drin gewesen. Ja, alte Spiele. Hier wird mit Worten wie Schlappe um sich geworfen. Ausgezeichnet, ist ja ein erstklassiges Unternehmen. Pocklin muss sehr zufrieden sein. Ha ja, gelobt sei Martha, das ist wirklich gut. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass ihr mir euer Abzeichen gebt. Nehmen wir mal die zwei. Er ist ziemlich zufrieden, ja. Unter König Targing ging alles sehr langsam vor sich. Nachdem eine Meute Wasserelementare und Salamander ihn getötet hatte, hat Pocklin mir das Kommando über den Clan der Feuerriesen erteilt. Ich verfüge über das taktische Wissen, das dem Feuerriesen fehlt. Die Salamander sind allerdings ein cleverer Haufen. Ihnen ist klar, dass sie ohne mein Kommando wahrscheinlich die Elementare gegen die Feuerriesen aufhetzen könnten. Sie versuchen manchmal, sich im Schatten der Häuser herüberzuschleichen, um mich zu töten. Deshalb habe ich den Feuerriesen aufgetragen, sie zu zerstören. Wir mussten Metallplatten in den Boden einlassen, damit die Erdelementare mich nicht im Schlaf töten. Ich dachte, die Salamander wären eure Verbündete. Sind sie nicht für die Sklaven in den Minen und Turtel Anatha verantwortlich? Einige der Salamander sind unsere Verbündeten. Shikata ist nicht mächtig genug, um sie sich alle zu unterwerfen. Und ein Teil der Salamander hat sich abgespalten. Ihnen ist klar, dass durch den Abbruch der Schmiede die Portale zur Elementarebene des Feuers zerstört werden würden. Wenn das geschehen würde, müssen die Salamander um die Hitze kämpfen. Interessant. Ich muss jetzt gehen, Ilmadia, die Polen. Tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass ich das zulassen werde. Ihr seht aus, als würdet ihr Ärger machen. Ja, würden wir auch. Dein Befehl. Immer bereit. Bereit zu neuen Taten? Ich bin kommt hier. Her, wenn ihr euch ich fürchte, ich hatte es erwähnt. Ja. Ich fürchte... Gewiss.
Wow. Zuschlagen kann sie ja. Ich werde schwer erwischt. Boah, die kann nicht zuschlagen. Okay. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Ist etwas nicht in Ordnung? Ich cheat mal. Nein, das will ich nicht. Wie kann ich helfen? So. Weiter! Ja. Kennen wir alles? Kennen wir alles? Ja. So. Ist etwas nicht in Ordnung? Das da. Dein Befehl. Das da. Kann ich helfen? Hast. Gewiss. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als. Helf mir doch, was? So soll es geschehen. Ich werde dich töten. Wie kann ich am besten Okay, du kriegst eine Steinhaut. Kann ich helfen? Du heilst am besten Simon. Okay, das ist nicht so gut gelaufen. Wie kann ich helfen? Einverstanden. Wie wär's damit? Dein Befehl. Wir machen die Zauber vorher. Bereit für neuen Tag? Surtur, Pulcher, Imperium. Kann ich helfen? Steinhaut. Weiter! Kennen wir alles? Die haben wir sogar zerfetzt. Ist etwas nicht in Ordnung? Dann kannst du ja mal kurz eine Heilung aufnehmen. Wie kann ich helfen? Vorwärts! Oh, du hast schicke Sachen. Gucken wir mal. Ein Schnelligkeitsöl kann weggepackt werden. Das Zeichen kommt zu dir. Auf dieser schwarzen Steinplatte ist das Siegel von Maid Ilmadia. Der Kopf eines Einhorns in grün eingraviert. Das da ist ein Plattenpanzer. Oh. Ein Langschwert können wir nicht identifizieren. Können wir nichts identifizieren. Dann. Und ich habe nicht mal einen Kampfzauber gebraucht. Alarmion. Gegen Salamander, von denen wir alle schon getötet haben. Rüstung des schwarzen Schwans. Charisma plus 1. Oh. Okay, macht's bei dir schlechter, schlechter. Und du kannst sie nicht verwenden. Okay. Der Silberschild.
War es in der Hand der Sedarin zu Hause, wo er dazu diente, seinen Träger vor gefährlicher Magie